Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in Langen. Also zuallererst mal ein Riesenlob, dass jetzt schon um diese Uhrzeit an einem Sonntag schon so viele Leute da sind. Das wird echt jetzt die Jahre immer besser. Vielen Dank, der Applaus ist für euch. Ich möchte euch ganz herzlich zum Hessischen Rock- und Pop-Preis begrüßen. Für alle, die das erste Mal an so einer Veranstaltung teilnehmen. Wir machen das jetzt schon zum 28. Mal in Folge, seit 28 Jahren. Also nicht wir, nicht ich, zum Glück, aber ich mache es jetzt seit 3 Jahren. Mein Vorgänger war der Heinz Mahr. Der ist jetzt im Ruhestand und betreut uns immer noch. Dankeschön, Heinz. Schön, dass du heute hier bist. Heinz ist unsere sichere Bank, unser Backup, immer dann, wenn Fragen sind. Ja, wir haben uns überlegt, was wollen wir mit so einem Wettbewerb machen? Weil das Wort Wettbewerb ist in meinen Augen immer ein bisschen falsch, weil ich sehe das eher so als Festival. Ich bin selber auch Musiker und finde es eigentlich immer ein bisschen schade, wenn Bands sich messen müssen. Weil wenn sie relativ gleich gut spielen, das ist ja doch meistens nur eine Frage des Geschmacks. Und da kommen wir schon zu euch. Das Publikum hat natürlich auch seinen Geschmack. Und jeder, der eine Karte erworben hat, hat auch einen Stimmzettel bekommen. Das heißt, ihr dürft am Ende der Veranstaltung ankreuzen, wer in euren Augen der verdiente Sieger ist. Ich lege dann einen Hut vorne hier aus, da könnt ihr den Zettel reinschmeißen. Wir zählen das dann durch, prüfen das natürlich nach. Und eure Entscheidung geht natürlich auch mit in die Entscheidung der Fachjury ein. Ich sage extra mit, weil wir haben uns absichtlich, ich möchte unser System ganz kurz erklären, dafür entschieden, dass der Publikumsanteil nur zu 40% gewotet wird. Das liegt daran, dass wir gemerkt haben, dass eine hessische Veranstaltung doch eine relativ große Sache ist, auch was die Distanzen betrifft. Das heißt, es kann ja theoretisch sein, dass eine Band nördlich von Kassel sich hier qualifiziert hat, spielt heute hier. Die hat natürlich erfahrungsgemäß in Langen weniger Zuschauer als eine Band, die hier um die Ecke kommt. Und insofern wäre es natürlich sehr ungerecht, wenn dann die Band, die einfach eine Busfahrt und Fans mitnimmt, automatisch gewinnt. Daher ist der Publikumspreis quasi mit extra vergeben. Es gibt einen Auszeichnungspublikumspreis, aber wer letztendlich der Sieger des Hessischen Rock- und Pop-Preises ist, da fließt eure Stimme mit in die Meinung der Jury mit ein. Wir haben eine Fachjury. Ich werde sie nicht jetzt extra vorstellen, weil die hier unerkannt auch bleiben möchten und in Ruhe das Ganze genießen möchten. Sie besteht aber, kann ich so viel sagen, auch aus selber Musikern, teilweise Musikpromotern. Wir haben jemanden dabei, der arbeitet für die Söhne Mannheims, der andere für Andreas Kümmert. Der nächste ist nur ein Hobbymusiker, macht das aber schon hier seit 1998. Das muss man sich mal reinfallen. Seit 1998 ist unser Juryleiter hier tätig. Ein extra Applaus für diese harte Zeit. Kurz zu den Bands. Ich bin wirklich überrascht. Also ich habe es ja wie gesagt übernommen, weil Heinz sich zur Ruhe setzen möchte und ich habe selber die auch mal gespielt, damals noch in der alten Matschka. Aber es war genau dieser Wettbewerb. Und ich habe mir gedacht, der darf nicht sterben. Und in den Reihen des Deutschen Rock- und Popmusikerverbandes gab es niemanden, der so recht das Ganze übernehmen wollte. Und da haben Silke und ich uns überlegt, das dürfen wir nicht sterben lassen. Wir lassen die Veranstaltung nicht untergehen. Wir versuchen es jetzt einfach selber mal zu organisieren, mit Hilfe unserer Sponsoren. Deswegen hängen hier diese ganzen Banner. Ich weiß, das sieht nicht immer so trashig aus, aber das gehört einfach dazu, weil diese Firmen, die ihr da oben seht, die finanzieren das Ganze. Sei es das Preisgeld, sei es die Technik, das Ganze, was das hier möglich ist, das geht eigentlich nur mit unseren Sponsoren. Weil vom Publikum her ist es noch ein wenig überschaubar, aber ich muss wirklich sagen, ich freue mich. Von hier oben sieht es richtig geil aus. Also schön, dass ihr alle da seid. Die Bands, die sich bei uns beworben haben, konnten sich beim Deutschen Rock- und Popmusikerverband anmelden. Und eine Jury hat dann quasi uns die Vorschläge eingereicht, uns geschickt und hat gesagt, diese Bands, glauben wir, sind es wert, dass sie hier heute auftreten sollen. Wir haben aber auch eine ganz besondere Band dabei, die quasi eine Wildcard genommen hat. Das sagt man heutzutage so neudeutsch, Wildcard. Und zwar, ihr kennt ja sicherlich unseren Nachbarkart Neu-Isenburg. Wer kennt Neu-Isenburg? Hallo? Neu-Isenburg? Open Doors Festival? Ah, das sagt euch was. Genau.
Und zwar das Open Doors Festival, das auch einmal im Jahr ein Newcomer Contest. Und die Band, die dort gewonnen hat, ist automatisch bei uns gesetzt, muss sich nicht bewerben, darf heute hier mit der sogenannten Wildcard antreten. Das war's jetzt eigentlich schon. Viel mehr möchte ich euch nicht voll labern, weil ich würde sagen, wir starten unsere Show. Jede Band hat 15 Minuten. Jede Band kriegt von der Jury eine Stimme. Jede Band kann von euch gewählt werden. Wenn ich irgendwas vergessen habe, sprecht mich einfach an. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei diesem Abend und willkommen zur ersten Band. Sie kommt aus Frankfurt. Sie haben gerade ein neues Video One Wish gemacht. Das könnt ihr sehr bald sehen. Wenn ihr wollt, geht auf die Webseite alizé-music.com. Hier sind für euch mit Oriental Rock aus Frankfurt Alizé, unsere Startnummer 1.
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens habe ich mich selbst gefunden. Thank you.
schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist schon am Ende auf unserer Facebook-Seite. Eine Video verschwunden. Und habt noch ganz viel Spaß mit den weiteren Bands und viel Vergnügen. Wundervollen Abend. Dankeschön. Ich glaube, das war ganz kurz, ja? Hey, ihr Lieben. Danke, dass ihr das alles so mitmacht. Ich weiß, es ist für das Publikum immer sehr, sehr schwer, zwischen den Bands diese Umbaupausen zu verstehen. Denn als Nichtmusiker vielleicht fragt man sich, was machen die da? Da könnte doch einfach der Nächste auftreten. Aber wir sind leider nicht beim ZDF-Fernsehgarten. Da geht es mit einer Playback-CD, das habe ich selber schon erfahren. Hier müssen die Bands live spielen und ihr seht schon, jede Band hat ein anderes Setup dabei. Jeder Musiker hat ein anderes Instrument. Und das muss man einfach vorher mal was ausprobieren. Und ich muss sagen, dafür, dass diese Band kein Soundcheck bis jetzt hatte, sondern hier steht und vor 10 Minuten noch die andere Band gespielt hat, ein Riesenapplaus für unsere Technik, für unseren Andi und für unseren Frank. Echt geil, auch wenn euch das lange vorkommt, das sind echt spitzen Umbauzeiten. Also ich glaube, bei Rock am Ring kann es manchmal ein bisschen länger dauern. Also ihr habt das echt super gemacht. Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Künstler. Es freut mich ganz besonders, dass er heute hier dabei ist, weil ich mag das wirklich persönlich sehr gerne, wenn so ein Abend abwechslungsreich ist. Diejenigen, die bei uns in der Bar regelmäßig die Beans Videos gesehen haben, die wir geschnitten haben aus eurem Material zu diesem Abend, haben ja bestimmt gerade Alizé schon erkannt. Ich hoffe, das hat euch genauso gut gefallen wie damals in der Bar, als ihr die Videos wie gebannt geguckt habt. Auch er hat bei uns ein Video laufen lassen. Und er macht aber komplett andere Musik. Und das ist genau das, was ich an diesem Abend so schön finde, dass quasi jeder Künstler seine eigene Seele hat. Und er ist heute hier. Er kommt aus Bad Nauheim. Seine Musik nennen wir jetzt einfach mal, weil ich mache es selber auch sehr gerne, Singer-Songwriter. Das ist das, was euch heute erwartet. Er spielt Songs von seinem aktuellen Album, denke ich mal. Ne? Ein Song auf jeden Fall. Er hat ein aktuelles Album draußen. Er hat es bestimmt auch dabei. Er will selber noch was dazu sagen. Das Album heißt Storyteller. Und es freut mich wirklich sehr, dass er heute hier ist. Hier ist für euch die Mari. Er ist sehr groß. Entschuldige. Ja, einen schönen guten Abend. Wie der nette Onkel schon sagte, ich bin Yannick, die Mari. Und hinter mir findet ihr das Upright-Trio, wofür ich nochmal ganz lieb Danke sagen möchte, dass ihr überhaupt hier sind. Also, lieben Sie das bitte nochmal. Ja. Ich würde sagen, wir fangen ohne großes Drama an. Der erste Song heißt If I Were You oder Wenn ich du wäre, wäre ich lieber dich. And here we stay.
Deswegen heute die nächsten zwei Songs Deutsch. Und danke. Der erste Song aus der deutschen Liebe nennt sich Hier und Jetzt. Thank you.
viel und hart. Hab damals schon erlebt, durch Musik und Wetter weiter. Dann bin ich gut verletzt und weiß, was es bedeutet, wenn man sich nicht mehr lässt. Ich lebe und gehe aus jetzt. Keine Zeit mehr zu verweilen. Jede Menge Lachen und die Welt. Okay, jetzt ganz aktuell Horrorclowns, ja. Terror, Angst, Hunger. Und wenn jeder von uns einfach nur ein klein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen würde, ein bisschen mehr Hilfsbereitschaft, dann wäre die Welt, glaube ich, ein besserer Ort. Und deswegen von mir jetzt der Song Augen auf. Und wirft ein, solange es einen noch vom Schmerz befreit.